Dies ist eine Reise wie keine andere. Ein Flug über die Erde auf den Flügeln der Vögel. Ein fantastisches Abenteuer im Rhythmus der Jahreszeiten, das uns zu den größten Wundern der Erde führt. Ein Jahr im Leben unseres Planeten. Von den üppigen Tropen bis zum eisigen Norden. So haben sie die Welt noch nie gesehen. Aus der Sicht der Vögel. Es ist Winter in Südafrika. Der Blick auf Kapstadts Tafelberg verrät nicht, was sich unmittelbar vor der Küste abspielt. Wo zwei Meeresströme aufeinanderprallen, beginnt die größte Fischwanderung der Erde. Hungrige Kaptölpel versuchen, dem versteckten Treiben tief unter den Wellen zu folgen. Doch in der Weite des Ozeans brauchen die Tölpel Hilfe beim Aufspüren ihrer Beute. Der gemeine Delfin. Niemand kennt sich besser in der Unterwasserwelt aus als er. Tölpel und Delfine arbeiten im Team und ergänzen sich. Die Delfine suchen unter Wasser, während die Tölpel von oben Ausschau halten. Sie reisen zusammen, manchmal über mehr als 100 Kilometer weit. Die Vögel erspähen den Sardinenschwarm zuerst. Im Sturzflug durchstoßen sie die Wasseroberfläche mit über 100 Stundenkilometern. Luftkissen in Kehle und Brust dämpfen den Aufprall. Zwanzig Meter tiefer erreichen sie ihr Ziel. Die Sardinenwanderung, die größte Fischmigration der Welt. Doch so tief unten sind die Sardinen schwer zu fangen. Die Tölpel kehren hungrig zurück. Jetzt zahlt sich die Anwesenheit der Delfine aus. Sie treiben die Sardinen zur Wasseroberfläche. Dort sind sie nicht nur für die Delfine leichter zu fangen, sondern auch in Reichweite der Tölpel. Der Angriff aus dem Wasser und aus der Luft, der jetzt folgt, ist einzigartig in der Natur. Aber er birgt auch Gefahren.
Der Aufruhr hat Haie angelockt. Eine tödliche Bedrohung für die Tölpel. Doch erneut sind die Delfine zur Stelle und vertreiben die Gefahr. Mit vollem Magen kehren die Jäger zurück nach Bird Island, zur größten Kapptölpelkolonie der Erde. Etwa 65.000 Paare brüten dort. Sie sind hier so zahlreich, weil sie wissen, welche Vorteile die Jahreszeiten hier bieten. Später im Jahr spielt sich Ähnliches überall auf der Welt ab. In einem jährlichen Kreislauf sind Milliarden Zugvögel unterwegs. Im Frühjahr verlassen die Kraniche ihr Winterquartier in Afrika und ziehen nach Europa. Die Familien fliegen zusammen. Auf der 5000 Kilometer langen Reise zeigen die Eltern ihrem Nachwuchs den Weg. Nach der Überquerung des Mittelmeers steuern sie in den folgenden 3 Wochen ihre Brutplätze auf einem Kontinent an, der gerade zu neuem Leben erwacht. Sie fliegen immer die gleichen Strecken. Die Route führt für viele über Frankreichs größtes Flussdelta, die Camargue. Unten galoppieren die weißen Camargue-Pferde, eine uralte Rasse, die seit Jahrhunderten in dieser Sumpflandschaft heimisch ist. In den Sümpfen leben auch viele Vögel. Über 400 Vogelarten sind hier zu Hause. Während die Kraniche weiter nach Nordeuropa ziehen, kommen andere Reisende aus Afrika in die Camargue, um hier zu bleiben. Es sind rosa Flamingos. Rund 20.000 Brutpaare verbringen den Sommer in den salzigen Lagunen. Für viele andere Zugvögel dagegen beginnt die Frühjahrsmigration erst. Im tiefsten Süden der USA ist eine Familie von Schneegänsen unterwegs. Gemeinsam legen sie eine Reise zurück, die sie 3000 Kilometer weit bis in die arktische Tundra führt. Doch sie reisen nicht allein. Bald schließen sich weitere Familien mit dem gleichen Ziel an.
Der Schwarm wächst, bis der ganze Himmel voller Schneekens ist. Aus Hunderten werden Tausende. Innerhalb weniger Tage wächst ihre Zahl auf über 1 Million. Sie treffen sich an diesen traditionellen Sammelplätzen und warten auf gutes Wetter und günstige Winde für ihren Weg in den Norden. Sie wachsen zur Armee, bereit, den Kontinent zu erobern. Selbst in diesem Trubel bleiben die Familien zusammen. Doch wo so gewaltige Schwärme sich sammeln, sind auch Räuber. Der Weißkopfseeadler, Amerikas Wappenvogel. Ein großer, mächtiger Greifvogel und der größte Feind des Schwarms. Die Gruppe bietet Sicherheit. Viele Augen beobachten die Gefahr. Alle reagieren gleichzeitig. Die Älteren warnen die Jungen. Selbst auf der Flucht gelingt es den Familien, zusammenzubleiben. Die Auswahl für den Adler ist groß. Doch es ist nicht leicht. Die große Anzahl verwirrt den Raubvogel. Sie bilden einen Schneesturm aus Gänsen. Der Adler ist wie geblendet. Er muss sein Glück anderswo versuchen. Er muss sich eine leichtere Beute suchen. Doch selbst ein Jungtier verteidigt seine Rechte. Für Jungadler sind solche Schwärme von Wasservögeln eine gute Übungsmöglichkeit. Dank ihrer kurzen Flügel sind die Enten wendiger und überlisten die jungen Raubvögel immer wieder. Das erwachsene Tier zeigt, wie es geht. Solche Meisterschaft erfordert jahrelanges Üben. Wer abtaucht, kommt auch wieder hoch. Es ist ganz leicht, wenn du weißt, wie es geht. Indem sie den Älteren nacheifern, gewinnen die Jungvögel an Übung, während sie den Zugvögeln nordwärts folgen.
Bei günstigem Wind machen sich die Schneegänse auf den Weg. Mit 5 Milliarden anderen Vögeln fallen sie im Frühling in Nordamerika ein. Über der Halbinsel Baja California an der Südspitze Nordamerikas sammeln sich weitere Vögel im Frühjahr mit einem ganz anderen Ziel. Braunpelikane werden von den riesigen Sardellenscharen angezogen, die um diese Jahreszeit hierher wandern. Die braunen Jungtiere müssen noch viel lernen über das Leben im Ozean und verlassen sich dabei ganz auf ihre farbenprächtigen Eltern. Nach und nach zeigen sie ihren Jungen, wie sich erfolgreiche Nahrungssuche gestaltet. Sie müssen die Eigenheiten jener Meerestiere kennenlernen, die ihnen zu einer Mahlzeit verhelfen könnten. Buckelwale sind 4000 Kilometer von der Arktis hierher geschwommen, um sich zu paaren. Die Jungvögel haben sie noch nie gesehen. Die Wale schlagen auf die Wasseroberfläche, um ihre Ankunft anzukündigen. Ein 45-Tonnen Bauchplatscher ist schwer zu übersehen. Im Schlepptau der Wale finden die Pelikane oft Futter. Doch heute haben die Ozeanriesen anderes im Sinn. Die Pelikane müssen sich andere Führer suchen. Diese können ohne Vorwarnung auftauchen. Mantarochen. Es scheint, als könnten auch sie fliegen. Warum sie solche Luftsprünge machen, weiß niemand. Manche glauben, zur Parasitenabwehr. Vermutlich treiben sie damit aber eher Fische und Plankton in Richtung der anderen Mantarochen. Vielleicht haben sie ja auch einfach nur Spaß daran. Rochen fischen fällt auch Futter für die Pelikane ab. An guten Tagen kann ihr Kehlsack über 10 Liter Fisch und Wasser auf einmal aufnehmen.
Er dehnt sich und saugt die Beute an, während der Schnabel die Falle schließt. Doch der Pelikan muss auftauchen, um den Fang zu schlucken. Und da beginnt der Kampf. Es geht immer um die Nahrungssuche, auch auf dem Weg zu den Nistplätzen. In Europa erreicht die Kranichfamilie das französische Loiretal. Um den Kurs zu halten, navigieren die Vögel nach dem Magnetfeld der Erde, das ihnen jederzeit ihre Position verrät. Auch die Sonne nutzen sie als Kompass und berücksichtigen dabei den wechselnden Sonnenstand am Himmel. Aber trotz dieses ausgefeilten Navigationssystems verlassen sie sich gerne auf ihre Augen. Schloss Chenonceau dient Jahr für Jahr als weithin sichtbarer Orientierungspunkt. Jungvögel auf ihrem ersten Flug speichern den Anblick für immer ab. Eines Tages werden sie ihre Familien hierher führen. Das Loiretal ist eine beliebte Route. An einem Tag können hier 50.000 Kraniche durchziehen. Unten im Fluss genießen die Forellen die Wonnen des Frühlings. Aber nicht mehr lange. Ein Fischadler hat sein Futter von oben erspäht. Gerade noch mal davongekommen. Mit 80 Stundenkilometern stößt der Fischadler herab. Bevor er wieder fliegen kann, muss er das nasse Gefieder erst ausschütteln. Gar nicht so einfach mit einem Kilo Forelle in den Krallen. Für dieses Nahrungsüberangebot im Frühjahr nimmt der Fischadler die 10.000 Kilometer weite Anreise aus Afrika gern in Kauf. In den USA sind die Schneegänse nonstop über 1500 Kilometer weit geflogen. Die Erschöpfung fordert ihren Tribut. Doch die größte Herausforderung liegt noch vor ihnen.
Monument Valley in Arizona. Für eine müde Familie ist diese lebensfeindliche Wüste ein gefährliches Pflaster. Das Tal ist der Überrest eines ehemaligen Meeresbetts, doch Wasser gibt es nicht mehr. Die Felsformationen hat der Wind gebildet, einige ragen 300 Meter über dem Boden des Tals auf. Für die Zugvögel ist die spektakuläre Kulisse erschöpfend und kräftezehrend. Trotz der Müdigkeit der Jungvögel müssen die Eltern ihren straffen Zeitplan einhalten, um rechtzeitig zum Brüten die Nistplätze zu erreichen. Sie treiben ihre Familie an. Eine Unterbrechung der Reise kommt nicht in Frage. Da kommt unerwartet Hilfe. Über den Pfeilern der Sandsteine bilden sich Aufwinde. Wie mit dem Fahrstuhl geht es nach oben, wo sie wieder Anschluss an den großen Zug finden. Doch sie haben noch immer 1500 Kilometer Flug vor sich. Der üppige Amazonas-Regenwald in Südamerika könnte kaum ein größerer Kontrast sein. Doch auch hier folgen die Vögel dem Wechsel der Jahreszeiten. Aras sind intelligente und langlebige Geschöpfe. Sie kennen die Geheimnisse des Regenwalds wie kaum ein anderer Vogel. Doch sie haben ein Problem. In der Trockenzeit gibt es kaum Früchte und viele Futteralternativen sind unbekömmlich oder gar giftig. Deshalb müssen sie schnell etwas finden, das ihren Magen beruhigt. Die Arznei findet sich am Flussufer. Doch andere sind ihnen zuvorgekommen. Scharen von Müller-Amazonen kommen wegen der gleichen Arznei. Normalerweise sind die Aras froh über ihre Anwesenheit. Sie zeigt, dass keine Räuber in der Nähe sind. Doch wenn die Luft rein ist, beanspruchen die Aras den Platz für sich. Die Amazonen kennen ihren Platz in der Hackordnung. Selbst jetzt finden sie noch Zeit, miteinander zu streiten. Alle Papageien sind nur aus dem einen Grund hier. Lehm. Dieser spezielle Schlamm neutralisiert Giftstoffe, die sie mit der Nahrung aufgenommen haben.
Diese Heilerde beruhigt nicht nur den Magen, sondern liefert auch die fehlenden Nährstoffe. Aras sind streitbare Vögel und die besten Plätze sind hart umkämpft. Doch sie werden auch erstaunlich nervös, wenn ungebetene Besucher kommen. Klammeraffen. Sie sind zwar keine Gefahr, aber ihre ungestüme Art macht sie zum Risiko. Nun plündern die Affen den Medizinschrank des Dschungels. Wie immer ist Flucht die beste Verteidigung. In Europa zeigen die blühenden Tulpenfelder in Holland, dass der Frühling endlich Einzug gehalten hat. Sie zeigen auch, dass die Nistplätze der Kraniche nicht weit sind. Diese farbenfrohe Landschaft ist auf Salzlagunen entstanden. Früher landeten die Kraniche hier zum Brüten. Heutzutage ziehen sie weiter, dorthin, wo es noch natürliche Sumpflandschaften gibt. Nach einer Reise, die vor 5000 Kilometern in Nordafrika begonnen hat, erreicht die Familie ihr Ziel in Schweden. Hier lassen sie sich für den Sommer zum Brüten nieder. Während es die Kraniche wild lieben, zieht es manche Frühjahrsgäste in die Nähe der Menschen. Rauchschwalben sind über 10.000 Kilometer aus Südafrika zu dieser britischen Farm geflogen, wo sie geboren wurden. Für diese Reise sind sie gut ausgerüstet. Die spitzen Flügel und der gegabelte Schwanz verleihen ihnen perfekte Flugkontrolle. Die Männchen kommen als Erste und reparieren das Nest vor der Rückkehr der Weibchen. Nach 6 Wochen Flug essen sie alles, was sich bietet. In puncto akrobatischer Flugkunst ist die Schwalbe unerreicht. Sie schafft es sogar, im Flug zu trinken. Mehlschwalben haben die gleiche mühsame Reise aus Südafrika hinter sich. Doch sie sammeln zunächst Schlamm aus dem örtlichen Teich.
Sie sind eng verwandt mit den Rauchschwalben und verbringen die meiste Zeit im Flug. Mit dem frisch gesammelten Schlamm reparieren sie ihre Nester unter den Dachtraufen. Ein paar Schönheitsreparaturen reichen aus. Eine Polsterung aus Daunen macht sich gut. In Nordamerika erreicht die Schneegansfamilie endlich Kanadas hohen Norden. Sie ist unglaubliche 3000 Kilometer ohne Unterbrechung geflogen. Hier erlebt sie gerade noch den letzten Schnee. Die Vögel haben ein Drittel ihres Körpergewichts verloren und stärken sich nun an Wasserpflanzen und frischen Frühlingstrieben. Auch die Weißkopfadler finden hier ein Festmahl vor. Die Gänse stimmen ihre Ankunft auf den arktischen Sommer ab. Das Warten auf das Tauwetter gehört zum Plan. Sie bleiben hier, bis das Wetter aufklart, ehe sie zum Endspurt zu ihren Nistplätzen in der Nordtundra aufbrechen. Wenn in Nordamerika der Sommer beginnt, erlebt Südamerika sein eigenes Naturspektakel. Die Riesensturmvögel wissen genau, zu welchem Zeitpunkt die Seelöwenjungen erstmals ins Wasser gehen. Diese Verwandten des Albatros legen eine lange Reise über die Südsee zurück, um dann hier einzutreffen. Aber für ihre Nahrungssuche brauchen sie Komplizen. Schwertwale, die größten Feinde der Seelöwen und unfreiwillige Verbündete der hungrigen Sturmvögel. Die jungen Seelöwen kennen diese Gefahr noch nicht. Thank you.
Aber die Mutter weiß genau, was sie erwartet. Ihr Junges wird umzingelt und die Aasfresser hoffen auf fette Beute. Daneben. Das freudige Wiedersehen der Seelöwen bedeutet, dass die Sturmvögel leer ausgehen. Es ergeben sich noch viele weitere Chancen für die Raubvögel. Solange es Junge zu jagen gibt, greifen die Wale mehrmals täglich an. Für die Sturmvögel hat sich die Überquerung des Ozeans gelohnt. In Nordamerika ist Frühsommer. Inzwischen haben sich die Vögel überall in den USA niedergelassen. Der Grand Canyon bietet perfekte Flugbedingungen. Aber abgesehen von der Thermik scheint die karge Schlucht dem wasserliebenden Seeadler wenig zu bieten. Doch diese Schluchten wurden vom Wasser in den Fels gegraben und tief unten im Tal fließt der Colorado River. Adler beherrschen die Lüfte, indem sie mit ihren Flügeln den geringsten Auftrieb erspüren. Weil sie erspüren, wie die Landschaft die Thermik beeinflusst, kostet sie die Nahrungssuche wenig Energie. Der Colorado ermöglicht seit 17 Millionen Jahren das Leben in dieser Wüste. Er ernährt bis heute eine wachsende Population von Weißkopfseeadlern. Wann immer sich die Gelegenheit bietet, wird sie genutzt. Die Sümpfe von South Carolina. Hier verbringt der Silberreiher den Sommer. Von diesen Vögeln könnte selbst der Adler beim Fischen noch etwas lernen. Sie überlassen anderen die Arbeit.
Die Silbereier beobachten die Delfine und warten, bis es losgeht. Dann ist es soweit. Die Delfine treiben die Fische an Land. Für die Reiher ist es ein Festmahl auf dem Silbertablett. Die Delfine schnappen nach der zappelnden Beute. Ebenso die hungrigen Reiher. Stranden ist ein Albtraum für den Delfin. Doch diese Tiere sind Experten und landen nie auf dem Trockenen. Seltsamerweise schieben sich die Delfine immer mit der rechten Seite an Land. Die jungen Delfine lernen den Trick von ihren Eltern. Genau wie die Reiher, die ihnen folgen. Weil Futter hier so leicht zu bekommen ist, sind die Reiher zu Delfinexperten geworden und haben aufgehört zu fischen. Sie sind der lebende Beweis für die Anpassungsfähigkeit der Vögel an ihre Lebensumstände. Wenn auf der Nordhalbkugel Hochsommer herrscht, findet in Südafrika eine noch spektakulärere Form der Nahrungssuche statt. Die Dominikanermöwe weiß genau, wann es soweit ist. Dann fliegt sie auf die Robbeninsel vor Kapstadt, wo 10.000 südafrikanische Seebären leben. Die Möwen sind Opportunisten und stauben überall Futter ab. Aber um diese Jahreszeit erwartet sie ein Festessen. Die Möwen warten, bis die Seebärjungen mutig genug sind, um die Insel zu verlassen. Sie folgen den Jungen, die die neu gewonnene Freiheit genießen. Die Jungrobben sind sich keiner Gefahr bewusst. Doch die Möwen wissen es besser. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ein großer weißer Hai. Darauf haben die Möwen gewartet. Das wird ein Festessen. Im Juli jagen die weißen Haie nach Jungrobben und greifen bis zu 40 Mal täglich an.
Später im Jahr wird Ostafrika Schauplatz eines weiteren Großereignisses. Geier kreisen über den weiten Ebenen und schrauben sich mit der Thermik aufwärts. Sie warten hier nur auf eines. Auf die größte Säugetierwanderung der Erde. Im August durchquert eine 500.000 Gnus die Serengeti-Ebene und erreicht Masai Mara in Kenia. Die Geier begleiten die Herden und lauern auf Zeichen der Schwäche. Sie beobachten auch die Fressfeinde der Gnus. Doch in der Gefahrenzone im afrikanischen Busch sind die Ausgespähten selbst auf der Jagd. Ein ungleiches Bündnis vereint Geier und Löwen, die sich gegenseitig auf der Suche nach Frischfleisch beobachten. Das Töten müssen die Löwen übernehmen. Genau darauf hat der Geier gehofft. Doch er muss warten, bis er an der Reihe ist. Nicht nur wegen der Mutter mit hungrigen Jungen. Auch ein stolzer Löwe nähert sich. Der Kadaver verschwindet direkt vor seinen Augen. Als der Löwe ihr Fressen stiehlt, sucht die Löwin einen Sündenbock. Die Geier stellen ihre Geduld nicht auf die Probe. Sie kennen sicherere Arten, einen Kadaver zu finden. Die tosenden Ströme des Mara-Flusses bieten ihnen die nächste Gelegenheit. Die Gnus müssen den Fluss überqueren, um ihre Paarungsgründe in der Steppe zu erreichen. Dies ist die gefährlichste Zeit ihres Lebens. Sie sind zu Recht nervös und harren am Ufer aus, bis sie einen sicheren Übergang finden. Wenn einer loszieht, gehen alle mit. Darauf haben die Krokodile ein Jahr lang gewartet. Die Gnus sind genau das, was die Räuber jetzt brauchen.
Auch der Geier hat bald Glück. Die Zeit ist gekommen. Stromschnellen fordern ihren Tribut. Die Geier fliegen einfach flussabwärts, wo die Kadaver angespült werden. Für die Geier gibt es keine Ruhe. Sofort beginnt die Streiterei. Doch trotz aller Kämpfe, es gibt genügend Kadaver. Ein zahlenmäßig unterlegener Marabu wartet geduldig. Am Ende kommt jeder auf seine Kosten. In ein paar Tagen werden sie mit den Herden südwärts ziehen. Ebenfalls in Ostafrika liegt das Great Rift Valley, wo die schönsten Vögel der Welt beheimatet sind. Der Zwergflamingo ist ein rastloser Reisender, ständig auf der Suche nach dem perfekten See. Heute hat sich über die Hälfte der Weltpopulation den Bogoria-See in Nordkenia ausgesucht. Es ist eine der größten Vogelkolonien überhaupt, mit 2 Millionen Vögeln. Sie bilden einen rosa Saum um den See. Doch die Schönheit ist trügerisch. Hier vergiften vulkanische Quellen das ruhige Wasser. Es entsteht eine ätzende Brühe, die das Leben im Wasser abtötet. Doch diese alkalischen Bedingungen sind optimal für eine besondere Alge. Sie ist die einzige Nahrung der Flamingos. Ihre krummen Schnäbel und langen Hälse sind ideal, um sie aus dem See zu fischen. Der Schnabel dient als Sieb und filtert die Algen aus dem Wasser. Die Flamingos tauchen auf, sobald die Algenblüte einsetzt. Für kurze Zeit finden sie zwischen den dampfenden Schloten ihr Eldorado. Doch es gibt Ärger im Paradies. Der Schreiseeadler. Kein Fisch überlebt im giftigen See, also macht er Jagd auf Flamingos. Er scheucht die Beute auf. In der Luft sind schwache Vögel leicht zu sehen. Nachzügler sind das beste Ziel. Ein Opfer ist gefunden.
Für die Überlebenden kehrt wieder Frieden ein. Wenn der Sommer in Nordamerika endet, legen viele Weißkopfseeadler einen letzten Stopp vor dem Flug nach Süden ein. Die Jungvögel folgen den Alten. Sie waren noch nie hier und wissen nicht, was sie erwartet. Ihr Ziel ist ein Fluss in British Columbia, wo eine weitere Großversammlung begonnen hat. Lachse wandern vom Meer hierher, um zu laichen. Mit ihnen kommen die Bären. Vorsicht ist geboten, denn Grizzlies teilen nicht gern ihre Beute. Ein Jungadler hält Abstand. Er will beobachten und lernen. Es ist viel los. Alle Grizzlies der Gegend nehmen an dem Festmahl teil. Doch die Lachse sind tückisch, selbst für Bären. Es sind Keta-Lachse, bis zu einem Meter lang und die aggressivste Art von allen. Mit ihren gebogenen Kiefern und Zähnen bekämpfen sie Rivalen. Bei Fischen dieser Größe und Angriffslust tun die Bären die Hauptarbeit. Für einen Jungbären sind sie gar nicht so einfach zu fangen. Der Adler muss näher heran, um überhaupt Aussicht auf Futter zu haben. Bären etwas wegzunehmen, ist mit Ärger verbunden. Doch bei diesem Nahrungsangebot dürfen die Bären wählerisch sein. Sie nehmen einen Bissen und ziehen weiter. Auf dem Höhepunkt des Lachszugs ist das Fangen ein Kinderspiel. Zeit für den Adler dazuzustoßen. Doch er muss vorsichtig sein. Grizzlies sind bekannt für ihre schlechte Laune. Er muss schnell fressen, ehe die Bären ihn bemerken. Das dauert nicht lange. Der Adler weiß, wie weit er sein Glück herausfordern kann. Er isst sich hier satt und fordert die Bären heraus, bevor er nach Süden fliegt, wenn der Herbst kommt. In Costa Rica
sind auch die Rabengeier auf dem Weg nach Süden. Nach dem Sommer in Nordamerika sammeln sie sich hier, bevor sie nach Südamerika ziehen. Sie kennen einen Ort, an dem garantiert Futter wartet. Eine Oliv-Bastard-Schildkröte kehrt nach Monaten auf See zurück. Darauf haben die Geier gewartet. Die hungrigen Vögel können sich kaum beherrschen. Sie überlegen, wie sie am besten an ihr Futter kommen. Es geht nicht um die Schildkröte, sondern um ihre nahrhaften Eier. Sie legt sie in den Sand und schützt sie mit ihren kräftigen Hinterbeinen. Ihre einzige Gegenwehr ist Sand im Gesicht ihrer Gegner. Trotz aller Schwierigkeiten verbuddelt sie jedes einzelne Ei. Diesmal haben die Geier kein Glück. Aber sie war erst die Vorhut. Die eigentliche Invasion beginnt erst. Es folgt die Aribada, die Eiablage der Schildkröten. Tausende von Schildkröten treffen ein paar Tage nach dem Vollmond ein. Von Geiern umzingelt, beeilen sich die Weibchen, ihre Eier zu vergraben. Auch die große Zahl anderer Schildkröten stellt ein Hindernis dar. Und es werden immer mehr. Bei so vielen Schildkröten ist Platz Mangelware. Die Eier der Erstankömmlinge müssen dran glauben. Sie werden freigelegt und aus dem Sand gekickt wie Tischtennisbälle. Ein Geschenk für die Geier. Die Vögel müssen sich ein Polster anfressen, bevor sie nach Südamerika ziehen. Eine Portion Rührei ist genau das Richtige für die lange Reise. Bald sind die Geier gesättigt und die gebeutelten Schildkröten haben den Strand für sich allein. In wenigen Tagen werden alle verschwunden sein.
Der Herbst hat in Europa einen weiteren Vogelexodus ausgelöst. Ringelgänse verlassen ihre Brutplätze in der Arktis und ziehen in wärmere Gefilde im Süden. Wie bei den Schneegänsen und Kranichen fliegen die Jungvögel mit ihren Eltern und perfektionieren ihre Fähigkeiten. Sie lernen, Stürmen auszuweichen. Das werden sie an ihren eigenen Nachwuchs weitergeben. Nach über 3000 Kilometer Flug aus dem arktischen Russland ist die Reise fast zu Ende. Die Sumpflandschaften an der Küste um den Mont Saint-Michel in Nordfrankreich werden ihre neue Heimat. Über den Winter bleiben sie hier und kehren erst im Frühjahr in die Arktis zurück. Andere Vögel zieht es in die Stadt. Im Winter strömen 10 Millionen Stare aus Nordeuropa an ihre Lieblingsplätze im Zentrum Roms. Hier ist es warm und es gibt nur wenige Fressfeinde. Ihre abendlichen Manöver sind ein einmaliges Spektakel. Einer ihrer Lieblingsorte ist ein alter Friedhof im Stadtzentrum. 2 Millionen scharen sich hier. Aber so eine Massenveranstaltung bleibt kaum unbemerkt. Der Wanderfalke sucht nach einer Abendmahlzeit. Es wird nicht leicht.
denn er macht Jagd auf die besten Formationsflieger der Welt. Die schnellen und hypnotisierenden Bewegungen des Schwarms verwirren den Falken. Er kann kein Ziel ausmachen. Um diesen Synchronflug zu erreichen, orientiert sich jeder Star an 7 seiner nächsten Nachbarn. Sie bilden ein Ganzes. Stare reagieren 10-mal schneller als ein Kampfpilot. So sehr sich der Wanderfalke auch abmüht, er wird ausmanövriert und muss sich geschlagen geben. Das Blatt wendet sich. Eine Schwadron aus mehreren tausend Vögeln verjagt den Wanderfalken. Die Stare können sich endlich zum Schlafen niederlassen. Weiter nördlich in Italien sind auch die Kraniche auf dem Heimweg. Viele überfliegen Venedigs berühmte Kanäle, diesmal mit ihrer eigenen Familie. Venedig war einst ein Sumpfgebiet, in dem die ziehenden Kraniche landen und fressen konnten. Nun müssen sie weiterfliegen. Bald werden sie ihre neue Familie über das Mittelmeer führen, um den Winter im milden Klima Nordafrikas zu verbringen. Auch in Amerika treten die Schneegänse die Rückreise an. Die Vögel auf der Ostroute überfliegen ebenfalls eine weltberühmte Stadt.
Trotz New Yorks dichter Besiedlung ist die Stadt ein beliebter Treffpunkt für Zugvögel. Über 250 verschiedene Arten ziehen jedes Jahr hier durch. Wie die Felsformationen in Monument Valley verursachen die Gebäude Aufwinde, die ihre Reise beschleunigen. Vögel sind sehr anpassungsfähig. Indem sie ihr neu erworbenes Wissen weiter vererben, können sie in einer vom Menschen veränderten Umwelt überleben. Trotz aller Veränderungen gibt es heute dreimal so viele Schneegänse wie vor 40 Jahren. Die Gänse lassen New York hinter sich. Die wohlige Wärme des Südens lockt sie weiter. Gegen Ende des Jahres endet auch die Vogelmigration. Die Mandschuren-Kraniche feiern den Jahreswechsel auf der japanischen Insel Hokkaido. Ihre Population war einst auf 25 Vögel dezimiert. Jetzt sind es wieder weit über 1000. Sie wurden von den Einheimischen mit Fisch gefüttert, was ihnen half, sich wieder zu vermehren. Aber buddhistische Ruhe ist nicht eingekehrt. Im Winter sammeln sich hier die Seeadler. Sie sind berüchtigte Vogeljäger. Kraniche kämpfen furchtlos gegen diese Gefahr an. Sie sind ein harter Gegner, denn sie sind die größten Kraniche der Welt. Für die Adler gibt es eine viel leichtere Beute: das Futter der Kraniche. Die Adler verziehen sich.
Es kehrt wieder Ruhe ein. Für die Japaner ist der Balztanz der Kraniche ein Symbol für Frieden, Harmonie und ein langes Leben. Die Vögel können über 60 Jahre alt werden und die Bindung zwischen den Partnern gehört zu den treuesten in der Vogelwelt. Dank ihrer Beziehungen zueinander und mit anderen Tieren sind Vögel überall auf der Welt zu Hause. Ihr Flug auf der Suche nach Nahrung, Nist- und Brutplätzen führt sie in viele Länder und Kontinente. Während sie ihren Jungen das Überleben beibringen, knüpfen sie weltweit Bündnisse, die wir gerade erst zu verstehen beginnen. Für eine kurze Zeit haben diese Kraniche ihre Reise unterbrochen. Doch rund um den Globus und durch alle Jahreszeiten hindurch vereinen Zugvögel die Gemeinschaft unserer Erde.